Ja, ich weiß noch nicht, aber was wir für einen Boden nehmen wollen. Habt ihr irgendwie eine Idee? Irgendwie was Holziges? Oder wollen wir doch eher was Steinartiges nehmen? Also ich weiß es wirklich gerade noch nicht. Ja, ich glaube nicht, dass morgen ein Stream da ist. Aber Dankeschön, FD, dass du auf alle Fälle beim Livestream aber dafür da warst. Dann hab einen schönen Abend und schlaf dann schön. Und ein schönes Wochenende wünsche ich dir dann. Und bis denn und tschüss, LFD. So, und für uns geht es natürlich hier weiter. So, was machen wir jetzt für den Boden? Achso, erstmal mache ich ja... Hier, wartet mal. Ich kann ja erstmal hier... So, jetzt habe ich natürlich... Okay. Ich weiß schon. Birkenholz für Boden. Birkenholz. Okay, aber dann Birkenholz als Bretter, ne? Also nicht diese Baumstämme sozusagen. Eine Mischung davon, okay. Du solltest da nicht hin. Geh weg. Ah, okay, so schachbrettmäßig, okay. Oh, das sieht bestimmt auch echt cool aus. Wasserboden, zwei Böden runterbauen. Dann Wasser und dann Glasblöcke. Schon, das sieht bestimmt echt eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Aber dieses Schachbrett finde ich auch gar nicht mal schlecht. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, ihr habt echt super tolle Ideen, muss ich wirklich mal sagen. Wie gesagt, also so ein Haus habe ich hier auch noch nie so wirklich gebaut. Ich baue immer nur diese komischen Blockhäuser, so gesehen. Also hier habe ich mir mal echt Mühe gegeben. Warum siehst du da anders aus? Naja, kommt vom Licht wahrscheinlich. Jetzt wollte mein Mausrad wieder nie. Oh, was ist denn heute hier los? Jo, jo. Jo. Baue ich hier einfach so. Sieht zwar jetzt auch nicht so wirklich elegant. Achso, mein Bett steht mir irgendwie. Ich wollte schon sagen, warum kann ich denn jetzt nicht weitergehen? Cool. Ja, vielleicht mache ich das mal wirklich diesmal mit diesem Schachbrett. Gut, dann brauche ich jetzt Birkenholz. Hä, wieso komm runter, Peter? Hä? Achso, wegen seiner Berge wahrscheinlich, ne? Es hört sich irgendwie gerade an, als wenn es regnet würde bei uns. Okay, also, da habe ich ja schon mal ein bisschen hier Berke.
So, und wie sollte ich jetzt das Schachbrett machen? Ich baue dir einmal wirklich irgendwie so ein Bild aus dem Keks. Oder ein Haus aus dem Keks. Obwohl, das kannst du ja dann machen, wenn ich dich einlade, wenn du das möchtest. Alle wollten das ja. nee, wie sollte denn jetzt nochmal das Schachbrett denn nochmal aussehen? Mensch. Stuck ich mich hier halbwegs. Da guck ich. Okay, das kenne ich nicht. Daku. Wo finde ich denn das? Hatte ich das hier bei meinen Bäumen denn? Ja, genau, ein Keks-UFO. Das ist Eiche? Ja, aber ich frage mich gerade, was Dagokewood ist. Ich habe davon wirklich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen gerade. Ich kenne nur Eiche und Birke. Ich gehe mal irgendwie nach Haus. Es wird schon wieder dunkel. Oder? Sieht es wieder nur so aus? Dann muss ich mal gucken, ob ich das hier habe, das ganz dunkle Holz. Ich glaube, das habe ich nämlich gar nicht hier. Nee, ich habe hier wirklich nur Birke und Eiche. Das tut mir echt leid. Hab diese ganzen Tannen hier nie. Aua, aua, aua. 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 Ich hatte eine Blume vergiftet. Nee, bevor ich jetzt schon wieder zu weit wegkomme. Was ich aber auch cool finde, eben als Tipp: Wasser und die Birkenbretter. Das würde doch auch nett aussehen, oder? Ja gut, dann nehme ich das. Obwohl, ob wir das andere auch mal schauen. Aber ich weiß nicht, Wasser. Ja, jetzt weiß ich das auch. Bin in meinen kleinen Swimmingpool reingerutscht. Und ich. Hey, wo geht es hier raus? Ist mich. Ich habe das Gefühl, ich hatte irgendwie gerade irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht. Nee, stimmt, auf dem Glas kann ich wirklich nicht raussetzen. Oh, schade, Alexa. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht mit dir. Und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein oder schaltest bei welche Let's Plays ein. Und wünsche dir ein schönes Wochenende und einen schönen Abend noch. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss, Alexa. So, wir bauen jetzt weiter. Oder ich gehe erstmal schlafen. Sagen wir es mal so. Ich möchte ins Bett. Warum renne ich eigentlich immer noch hier außen rum? Und ich kann auch jetzt meine Tür wieder einsetzen. Gute Nacht.
Oh, okay. Dann bleibst du wenigstens hier bei uns. Ist doch auch schön. So, dann brauche ich halt eben noch mal Eichenholzbretter. Habe ich überhaupt noch welche? Ach so, habe ich ja. Hahaha. Wie lustig. Zack, so. Sollte hoffentlich reichen. Erstmal. Schön. Schön, wenn man bis zum Ende bleibt. Echt? Ich höre mich noch so jung an. Das ist ja schön. Dann bring mir mal bitte was mit zum Mampfen. Ich möchte auch was mampfen. So, dann fangen wir doch hier mal an. Zack. 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 Eigentlich könnte ich jetzt auch so machen, ne? Würde viel, viel schneller gehen. Oh, was? Ich schon. Ich hätte Erdnussschokolade. Also diese Nachmache von M&M's. So. Hier. 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 Und hier. Und ihr kommt dann hier hin. Ja, sieht voll cool aus. Das gefällt mir wirklich gut. Da könnt ihr mal sehen, wie unkreativ ich eigentlich bin in meinem Leben. So, jetzt brauche ich erstmal gleich. Aber erstmal brauche ich jetzt hier mit dem fertig. Hallo? Nicht so viele auf einmal. Oh nein, der Weltuntergang. Ach, das glaube ich nicht. Das sagen mir auch irgendwie andauernd welche, aber nein. Naja, jetzt seid ihr alle gespannt da drauf, ne? Ist ja auch echt doof, wenn du dich dann nicht anhören würdest wie ein Junge, wenn du kein Junge wärst. Okay, werde ich dann machen. Werde dich jetzt nur noch fragen, wie wir unser Haus dann bauen. Ja, ich meine, das Keks-UFO ist natürlich schon was Cooles, ne? Ich auch mal eine andere Sache. Oh, Bett, du nervst mich hier. Weg mit dir. So. Wir haben kein Bett mehr. Mein Gott. Ich habe kein Instagram. Obwohl ich echt über am Überlegen bin, ob ich es auch mache. Aber das weiß ich noch nicht. Okay, es haben anscheinend sehr, sehr viele Instagram. Dann will ich es auch. Ich möchte mit in die Gruppe. So. Zack. Sehr schön. Achso, ich bringe. Was bist du eigentlich? Ach, schon wieder diese. Ich glaube, diese Rutenherse verfolgt mich gefühlt irgendwie. Okay, dann könnt ihr erstmal eigentlich kurz verschwinden. Oha. Oh, hallo, Tago.